Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Play Ava King Live. Heute werden wir uns einfach mal anschauen, wie man eigentlich sich befreundet, eben die Grundlagen des Spiels ein wenig genauer uns genauer anschauen und so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Nummer 1. Und die Nummer 1 wäre eben, wir schauen den Shop nach und da gibt es die Pakete. So, also die Pakete. Da bekommt man meistens Sachen, die eigentlich sehr teuer sind. Zusammen halt irgendwie sehr günstig. Wir würden jetzt erstmal uns alles anschauen. Freunde finden und mit Spielern chatten. Freunden, also beim Befreunden, könnt ihr folgendermaßen vorgehen. Entweder ihr geht hier bei Treffpunkte, zum Beispiel schneller Chat, dann ist es halt Deutsch. Aber ihr könnt natürlich auch Shops gehen und dann könnt ihr halt mit Freunden irgendwo hingehen und ja sagen, ja, wenn einfach mal so anbefreunden. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal in diesen Club gehen. Also Leute, wir wären jetzt hier. Also in diesem Club, mit dem ich mal meinte. Wir werden zuallererst vielleicht einfach mal. Da sehen wir schon, der Chat ist deutsch. Einfach mal Hi in den Chat reinschreiben, so als, ja, kleine Begrüßung. Hier arbeitet momentan keiner, das ist natürlich nicht so gut. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal mit... Nein! Nein! Junge. Irgendwie. Ja, hier, Pose. Einfach mal so hinsetzen. Und dann bringen wir in Sachen Gespräch mit dieser komischen Kixi, nicht so muss man mit diesem gruseligen Profil flüstern. So, erstmal einfach Hi schreiben, Leute. Also schreibt, macht halt immer, geht immer auf den drauf, geht dann auf Flüstern und ja, dann sieht man halt, was sie schreibt. Dann stellt euch kurz vor, also zum Beispiel, ich bin bla bla bla. Ja, ich bin bla bla bla, ich bin 5 oder so Jahre alt oder so. Also hier oben bei den, wenn ihr an den Namen rangeht, dann könnt ihr auch vielleicht sehen, ob sie ihm gerade schreibt, aber gerade schreibt sie nicht. Ja, also die antwortet einfach nicht. Ich schreibe einfach mal nach und du, so wie sie halt heißt, weil ihr solltet jetzt immer nachfragen, weil sonst versteht sie das halt nicht. Aber hoffen sie mal, die antwortet uns gleich, sonst wäre es sehr, sehr traurig, finde ich. Ja, anscheinend will sie nichts mit uns zu tun haben. Aus welchem Grund halt auch immer. Weil sie schreibt gerade nicht. So, schreiben wir jetzt einfach mal bye. Und gehen jetzt hier hin. So. Wo ist das? Ach so, wir müssen Pose bei euch, Dummi. So, sie antwortet einfach überhaupt nichts. Ich hoffe mal, sie antwortet. Ja, erstmal Hi. Fange halt immer mit dem Gespräch Hi an. Oder Hallo. Oder eben was anderes. Also immer erstmal die Begrüßung. Und wenn ihr halt nicht kein Glück habt, geht den anderen Server. Sie antwortet gerade auch nicht. Ja, müssen wir unser Glück wohl anscheinend woanders versuchen. Ja. Wenn wir unser Glück woanders versuchen. So, ich bin jetzt in den schnellen Chat gegangen, wo eben nur alles Deutsch ist und hier.
Also ihr geht einfach auf schnellen Chat, dann sucht ihr einen einfachen Chat, der aus nur Deutsch ist. Und hier haben wir, liegt vielleicht, es sieht aus, als würden sich die beiden halt unterhalten, sagen. Wir versuchen unser Glück jetzt mal mit dieser Hanna. Und dann wieder flüstern, also die Person anrücken und flüstern. Und wieder mal mit Hi beginnen. Ja. Jetzt warten. Ja, Leute, jetzt haben wir Glück. Sie treibt uns zurück an. Also es hat eine Weile gedauert. Isabel ist mein Name. Also einfach mal so sagen, ja, ich heiße Isabel oder so, ja, ich bin keine Ahnung wie alt, meine Lieblingsfarbe ist blau, du bist Helena, oder? Helena? Wie alt bist du? Ich schreibe schon mal mein Alter. Ihr seht es jetzt nicht, weil ich mein Alter eben geheim halten möchte. Ja, warten, bis sie antwortet. Dann Hallo schreiben, weil sie eben nicht mehr antwortet. Ja, sie schreibt jetzt zurück. Ja, sie ist, sag ich jetzt nicht, weil sie will halt Privatsphäre haben. Und was machst du in deiner Freizeit so? Also fangt immer mit ganz leichten, nüchternen Fragen an. Bist du in deiner Freizeit so? Halt einfach mal fragen, ja, was machst du so? Ja, wie alt bist du? Wie siehst du aus und so? Halt einfach, um eben Interesse zu wecken, aber ihr dürft selber eben nicht so viel von euch selbst verraten, weil das macht euch halt interessant. Ja, jetzt warten wir, bis sie wieder antwortet. Und, ja, sie will irgendwie nichts damit zu tun haben. Ah, jetzt schreibt sie wieder. Es dauert halt ein bisschen, Leute, ihr müsst immer ein bisschen Geduld haben, bis die Leute schreiben. In deiner Freizeit, was machst du da? Hobbys, weil sie versteht. Sie versteht es gar nicht. Sie ist recht unschuldig. Warum eigentlich immer reiten? Immer reiten! Ich würde jetzt am liebsten Tussi. Ich schreib's nicht. Einfach mal so, ja, ein bisschen schmeicheln. Ja, einfach mal so, ja, ich mag reiten. Ich lese und schreibe Bücher. Ja, Leute, es ist keine Lüge, ich schreibe Bücher. Wie gesagt, nee, das habe ich noch nicht gesagt. Also Leute, wenn ihr eben lieber mehr über ein Buch erfahren wollt, wenn ihr eine Zusammenfassung haben wollt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. So. Jetzt warte ich mal, bis die antwortet. Also, ja, Leute, ja, ich habe sie jetzt gefragt, ob sie mit mir befreundet ist, haben sie halt erstmal gesagt, ja, denke schon, also nach so einem langen Gespräch, ihr solltet halt einfach irgendwie erstmal eine halbe Stunde so unterhalten, habe ich es zumindest gemacht. Ich habe mir einen Anfang geschickt.
Sie wird sie gleich annehmen und damit werden wir direkt zum nächsten Thema. Halt, ja, drüber gehen. So, dann sagen wir mal, bye. Und dann werden wir direkt rausgehen. So verdient man Geld in Awakening Life. Ja, Leute, jetzt werden wir direkt zum nächsten Thema übergehen. Und das heißt, wie verdient man Geld, also Coins in dem Fall, indem man nicht Geld ausgibt oder irgendwie stundenlang wartet und irgendwas macht und mühsam irgendwas macht. Also dafür gibt es sehr, sehr viele Sachen. Also eigentlich braucht man ja Münzen, um Sachen zu kaufen und das ist eben so, ihr solltet vielleicht am Anfang sehr viele Häuser kaufen, denn dann gibt es auch jeden Tag eine Belohnung, zum Beispiel auch Diamanten, da müsst ihr halt auch nicht so viel kaufen. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit und das wäre der Job. Der Job. Ja, ich werde euch das jetzt alles mal zeigen. Bestellt jemand bei mir? Einfach mal so, ja, bestellt sowas. Auf jeden Fall, Leute, wir werden fragen, bei denen bestelle ich auch. Halt auch, bei denen bestelle ich halt auch. Meistens klappt das jedoch nicht, Leute, deswegen solltet ihr das einfach mal... Ich glaube, er schreibt irgendwie ja oder nein oder sowas. Er hat ja, ja geschrieben. Okay. Danke. So, ja, wir werden es gibt verschiedene Wege, Geld zu verdienen. Das erste wäre, wenn ihr ein Level aufsteigt, egal wo. Wenn ihr ein Level im Modewettbewerb aufsteigt, ist halt einfach immer so. Ja. Also das ist schon mal die schlechteste Idee der Welt. Also, ja Leute, dann gibt es hier die Nummer 2, die ich gerade schon erzählt habe. Es ist, wir holen uns Belohnungen. Wir bekommen zwar nicht immer was wir wollen, aber wir bekommen etwas. Und es gibt ja auch Diamanten jeden Tag, 10 Stück in jedem Apartment. Ja, welches Apartment ihr habt in jedem auf jeden Fall Münzen oder Diamanten halt. Das ist halt im ganzen Haus verteilt. Es ist manchmal mühselig bei so großen Häusern, wie ich zum Beispiel welche habe, die alle zu finden. Da muss man noch manchmal 3-4 Mal rumlaufen. Ja, hier unten, also im Garten, sind drin wir recht häufig hier. Ist halt jedes Mal anders. So, hier ist meistens genau, hier ist auch ein Diamant. Und da oben. Dann hätten wir jetzt schon 6 hier unten gefunden. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Also unten sind meistens, kann ich nicht hier reingehen. Ich kann... Was ist denn jetzt gewesen? Also hier werden wahrscheinlich keine sein. Ich schätze mal, die sind oben. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hoch. Also das ist mit Abstand mein Lieblingshaus, weil es ist am größten, es hat am meisten Platz und ich konnte mich ja auch hier tief austoben. Ich kann euch das mal zeigen. Also hier ist erstmal das Zimmer meiner Schwester, wenn sie mit mir Awakening spielt, da habe ich eigentlich vor ein Zimmer gemacht. So, dann wäre das auch noch das Zimmer meines Bruders. Hier ist auch noch, dann hatten wir schon alles 10. Und dann kommt eben das, was ich am meisten liebe. Das ist eben meine richtig großen Zimmer. Das ist erstmal das hier. Ja, eigentlich hätte ich ein paar mehr Bücherregale einräumen können, aber das reicht halt mal. Ich wollte das einfach mal zeigen. Also echt, ich schreibe mein Buch auf den Laptop und das immer ziemlich spät halt, weil, ja, wenn ich kurz davor einzuschlafen gehe, da kommen halt immer die verrücktesten Ideen. Das hier ist halt mein Zimmer. Also ich liebe Bücher, das weiß glaube ich jeder und deswegen ist es halt so eingerichtet. Das ist unsere Platze, die heißt Cleopatra und man kann sie auch irgendwie das machen und dann kriegt man hier Erfahrungen. So,
Und dann wäre hier noch was anderes. Wir könnten nämlich geschenkt Sachen von Menschen oder so geschenkt bekommen. Es gibt aber noch eine andere Lösung, die zeige ich euch jetzt. Ja, Leute, sorry. Nee, warte, das ist ja richtig rum. Also die letzte Möglichkeit oder die vorletzte, keine Ahnung, welche das ist. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen auf Working Life. Aber die wohl beste oder Sachen zu verdienen, ist eben einfach eine geheimnisvolle Kiste. Ja, hört sich komisch an, ist halt so. Wir können entweder eine kaufen, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, oder eben gratis Werbung ansehen, das wir machen. Yo! La la la! Geil! Ja, Leute, und jetzt haben wir Mistelzweig-Kuss bekommen. Wir werden jetzt nichts mehr machen, aber hier oben sind halt Geschenke. Wir schauen uns das mal an. Warte, was ist das für eine... Ja, nicht besonders geil, aber okay. So, und dann gibt es hier noch jede Menge Events, wo wir auch was verdienen können. Geld oder so, und deswegen werde ich euch das jetzt einfach mal zeigen. Es ist halt erstmal das. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Ja, Verbindung abgebrochen, dankeschön. Ja, was für beruhigende Musik. Was für nice Musik, Leute. Okay, kommen wir zur Sache zurück. Also, ja, es gibt Events. Und dann gehen wir jetzt mal zu dieser Puppe, also die halt fake ist. Ah, hey, Isabel 4808. Jaha, das bin ich, Junge, was geht? Mal sehen, was du daraus machen kannst. Kombiniere Folgendes auf den Grill. Bürgerbällchen, Brust, Rohschinken. Gib mir das fertige Rezept, um eine Belohnung zu erhalten. Ich frage mal gerade, was ist hier? Gibt es hier eigentlich für Belohnungen? Nee, also, wir sollen jetzt anscheinend Rohschinken ist ekelhaft. Jedenfalls, das ist doch das Burgerbrötchen. So. Junge, was soll. Wo sind hier dieses Zeug? Wo ist es? Ist es vielleicht hier? Also ich meine, auf der Seite ist vielleicht. Hey, ist genau das gleiche. Ah, hier ist es. Okay, warte, dann müsste ich. Wie es aussieht, das vielleicht. So, also. Und. Dann müssten wir noch diesen rohen Schinken hier auswählen. Ich meine. Es ist halt. Ja. Ziemlich. Ey, was backt denn das jetzt? Hä? Ja. Was ist jetzt los, ey? Bäh, fleischiges Zahnbrett. Bah, die arme Tierleiche. Boah, ihr kleinen, ekelhaftigen Menschen. Sorry, Leute, aber was muss ich jetzt sagen, wenn ich euch gerade alle beleidigt habe? Ja. Bitteschön. Gut gemacht. Jetzt lass uns etwas Schwieriges versuchen. Also. Kombiniere diese Zutaten, um ein leckeres Mahlzeit zu bereiten. Ja, kombiniere Folgendes auf den Grill. 2 Rindfleisch, Frikadellen, Käse und Brötchen. Ja, okay, ja. Wartet mal, Leute. Ernsthaft. In BBU Shop
Verstehe gerade nicht, Leute, aber wartet mal. Genau, das ist hier der Shop, oder? Ah, da. Oh. Ah, verstehe. Ja, das. Ey, das klingt halt. Ah, Leute, guckt ihr. Das könnt ihr halt davon kaufen. So, das könnten wir davon kaufen. Oh genau, was sollten wir jetzt holen? Genau, wir müssen jetzt erstmal so hin, ne? Ah, hey, Isabel 408, ja, bla bla bla. So, also wir brauchen jetzt 2 Rindfleischfrikadellen. Hä, Rindfleisch. Meint sie das damit? Rindfleisch, Frikadellen, Burger, also Käse brauchen wir. Ja, Leute, das war's von diesem Video von Avaking Life. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und euch die Grundlagen von Avaking Life beigebracht. Geld verdienen, Freunde finden, kostenlose Sachen und so zu finden. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen oder wissen wollt. Und damit sage ich Ciao mit V von Avaking Life.